So, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall noch in die anderen Räume rein. Weil ich glaube, die 4 Räume sollten auch reichen, damit wir unser Book of Revelation aufgefüllt kriegen. Ich meine, wir kriegen 2 Felder pro Raum. Bin mir aber nicht sicher. Aber wir versuchen es einfach. Entweder haben wir Glück und es passiert oder nicht. Okay. Gut, solange die noch so langsam sind, geht es noch einigermaßen. Wenn die jetzt schnell sind, dann muss ich mich echt beeilen. Oh, wir kriegen nur einen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ah, hier haben wir noch einen Goldraum. Sehr schön. Gut, rein da. Mom's BH. Wie war das nochmal mit Mom's BH? Ich guck mal. Ich glaube, das ist auch nur ein ganz normales Item. Mom's Bra. Oh, muss ich mal gucken, ob sich das lohnt, das mitzunehmen. Ich schau einmal nach. So. Ja, ich habe nachgeguckt und zwar werden alle Gegner eingefroren für kurze Zeit. Für 5 Sekunden. Ja, das nehmen wir mit, glaube ich, das Item. Das ist, glaube ich, um einiges besser als hier, das, was wir jetzt haben. Das Book ist zwar nicht schlecht, aber wir kriegen immer nur ein Herz. Das ist jetzt nicht so der Mega-Burner. Für die 5 Räume. Und der BH, der braucht auch nur 3 Räume, dann ist er wieder aufgeladen. Mal gucken, ob wir hier noch so finden. Vielleicht finden wir hier nochmal einen. Komm, wir spielen jetzt hier nicht. Ach, scheiße. Dann gib mir meine Telepilz wieder. So. Ich wollte ja noch das Ding kaputt machen. Vielleicht kommt da. Manchmal kommt da nämlich auch ein Seelenherz raus. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal rein und mache nochmal die ganzen Dinger kaputt. Was haben wir hier? Noch ein Telepilz. Ja, gut. Secret Room haben wir jetzt nicht keinen mehr gefunden. Aber wir könnten nochmal eins durchgehen, aber. Ich glaube nicht, dass da noch einer war. Wir gehen jetzt zum Boss. Ganz einfach ist das. Einfach mal hier nochmal gucken. Boah, Alter, jetzt wäre ich beinahe in meine eigene Bombe reingelatscht, ey. Hier haben wir auch schon gegengesprengt. Hier auch. Kampfraum können wir nicht betreten, warum auch immer. Ach, weil wir keine vollen Life haben, okay. Ach, wir spielen gegen Mutter. Ja, das ist ja gut. Einfach immer da hinschießen, wo die. Und das war's schon mit der Mutti. Wir kriegen nochmal Health ab, haben jetzt Stammzellen bekommen. Und ja, dadurch, dass wir den Herzcontainer haben, kriegen wir jetzt natürlich noch ein weiteres Herz. Ein weiteres Herz. Das ist sehr schön. Und meine Maus ist im Bild. Das ist auch sehr schön. So, jetzt haben wir 4 Herzen. Jetzt sind wir aber in den Räumen gelangt, wo es langsam extremst nervig wird. Und zwar die Räume, wo wir einen Schaden bekommen. Bob's Rotten Head, habe ich schon mal gesagt. Hatten wir schon mal. Wir schmeißen Bob's Rotten Head. Der macht ein bisschen Schaden. Ist jetzt aber nicht besser als unser Item, würde ich mal fast sagen. Ja, wir lassen uns natürlich direkt auch mal treffen, weil wir so viel Life haben. So, die beiden Spackos sind auch weg. So, man sieht schon, unser Mom's Bra ist jetzt fertig. Ist jetzt wieder aufgeladen. Das ist ganz cool. Wir können ziemlich schnell unser Item wieder aufladen. Und vor allem bleiben die Gegner auch für 5 Sekunden, ja, wie gesagt, auch. Oh, alter Schwede. Vielleicht nicht hier mich nochmal treffen lassen. Gut. Nächstes Mal benutzen wir einfach Mom's Bra. Okay, jetzt benutzen wir den. So. 3 Räume, wie gesagt. Ist ziemlich schnell. So. Trollbombe! So. Was haben wir denn hier noch? Gehen wir jetzt nach unten? Ach komm, wir gehen nach unten. Ich habe ja gesagt, wenn wir die Gegner töten, dann lassen die Grünen fliegen, lassen immer so Grützebälle fallen. Ach, das war's schon. Okay. Uiuiui, nee. Spinnen mag ich gar nicht.
Ah, Spinnen mag ich hier gar nicht. Hört auf, mich zu hauen. Ah, wir brauchen noch ein Herz. Ja, wir müssen eh hier weiter. Okay, dann ist das egal. Hä? Ach, jetzt sind Steine, die man nicht kaputt machen kann. Naja, gut. Speed up. Jawohl. Speed ist immer gut. Sehr schön. Das ging auch ratzfatz. Die Würmer, die können eigentlich auch nichts. Wenn man immer in Bewegung bleibt, hat man eigentlich auch immer gewonnen gegen die. Hier kommen wieder meine Hassgegner. Aber die habe ich weggenatzt. Sehr schön. So. Jetzt mal hier gucken. Secret-Raum. Komm schon. Irgendwo muss doch hier so ein scheiß Secret-Raum sein. Kann doch nicht mehr ewig weit weg sein hier in der Secret-Raum. So, zack. Ein bisschen ordentlich spielen hier, dann schaffen wir das auch. Unten vielleicht Secret-Raum. Nö. Nö, nö, nö. Goldkiste. Trollbombe. Troll, 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 Troll. Was haben wir hier noch? So. Was machen wir denn jetzt hier mal? Nein. Ach, war ja so klar, dass ich mich von meiner eigenen Bombe treffen lasse. Von meiner eigenen Bombe treffen lasse. Komm, lass ein Herz fallen. Mann, lass doch ein Herz fallen. Ja. Secret Raum. Yay! I like. Gut, wir haben alles gefunden. Wir gehen zum Boss. Eiskalt. Ach du Scheiße, den habe ich ja noch nie gehabt, den Gegner. Wer ist denn so bloat, ey? Oh, fuck. Was ist denn das bitte für ein Scheiß? Zum Glück haben wir Moms Bra vor der in your face, Biatch. So, das war anscheinend hier so eine Art Piep. Nur in verstärkter Version. Hat er auch immer diese Laser geschossen. Also da war unser Item jetzt auf jeden Fall richtig angebracht, ey. War richtig gut, da war das gefunden haben. So, und jetzt geht's ab. Ab in die letzte Ebene. Oh, oh, oh. Ich werde das wieder so machen. Sobald wir unseren Moms Bra fertig haben, gehe ich dann einfach wieder eiskalt zum Boss. Wenn wir wissen, wo der ist. Hier ist erstmal der Secret Raum. Yay, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Gut, hier ist nichts. Wir gehen einfach mal. Ach, hier war ja klar, dass hier nichts drin sein kann. So, wir gehen einfach mal hier nach rechts. Die sind eigentlich auch ziemlich simpel. Kommen immer diese Gehirne dann raus. Sollte man gucken, ob man nicht reinlatscht. Das war's auch schon, sehr schön. Oh, der Meat Boy, dieser Meat-Typi, der fängt ab und zu mal echt übelst gut die Kugeln ab. Weil ich bin ja mal, hab ja so ein Talent dafür, ab und zu mal in diese scheiß Kugeln reinzurennen. Sehr schön. Mal immer die Steine kaputt machen hier, man weiß ja nie. Kann immer mal drin sein. Warum gehe ich jetzt nach rechts? Ach, warum? Fest zur Hölle. Das war's schon. Gut. Secret Raum. Nein. Gut. Ab nach rechts. Komm schon. Na, hier wieder dasselbe, ne? Boah, Alter, die waren aber ganz schnell unterwegs hier, die scheiß Gehirne. Zack. Freispringen. Herz holen. Oh, weiter geht's. Herz, Schlüssel. Speed up. Ich glaube, das ist schon. Wir haben schon die maximale Anzahl an. Wir benutzen jetzt den Telepilz. Uiuiui. Boah, Alter, wenn man eiskalt in so einen Kackraum hier blinkt, ey. Boah. Wollust, Völlerei haben wir gerade besiegt. Mein Gott, ich kann gerade nicht viel reden hier gerade. Ja, hardcore zum Traded hier. So, haben wir auch geschafft. Raum, vielleicht hier noch einer. Nape. Nape.
So, hier haben wir noch Herzen, falls wir noch was brauchen, aber ich denke mal, wir werden das jetzt auch so schaffen. War ja klar, dass wir alle Räume machen müssen. Ey. So, hier nochmal alles kaputt machen. Ja, also Herzen sollten wir eigentlich genug haben. So, hier haben wir auch noch eins. Sehr schön. Räume ohne Gegner gefallen mir. Das mag ich. Mag ich, mag ich, mag ich. Boah, Alter, das ruckelt aber extrem manchmal, ey. Dafür, dass ich einen schnellen Rechner habe, ey. So, mal eben hier die Felsen kaputt machen. Man weiß ja nie, da kann ja immer was drin sein. So, komm schon. So ein Herz? Nee. Was haben wir hier? Range up. So, es ist wieder soweit. Es wird Zeit, Mutter zu klatschen. Dann wollen wir mal loslegen. Das Herz von Mutter. Von Mutter und das Herz. Komm schon. Yay! Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir haben die Mutter schon wieder geklatscht. So, was haben wir hier? Hier ist wieder so ein komischer Raum, ey. The Nail has appeared in the basement. Hier, ich verstehe das nicht. Also, ich glaube, ich werde das nächste Mal einfach so machen. Wenn ich die Mutter klatsche, gehe ich mal auch hier runter in diesen Raum. Also, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Hier geht es ja noch weiter nach unten. Ich glaube, wir gehen einfach mal... Ach, jetzt ist der weg. Okay. Wir gehen nächstes Mal einfach rein. Egal, ob es was bringt oder nicht. Aber jetzt öffnen wir erstmal die Kiste. Wir haben ja gerade schon gesehen, wir kriegen einen Nagel. Ein Nagel, ein Nagel. Der epische Nagel von Jesus wahrscheinlich. What the fuck? Okay. Ja, mit dem Nagel haben wir wieder ein neues Item freigeschaltet, das wir ab jetzt auch finden können in den einzelnen Ebenen. Und wir haben wieder mal die Mutter geklatscht. Dieses Dr. Fetus-Item ist einfach nur episch. Und unser Mom's Bra war auch übelst krank. Also wir haben einfach die Mutter, sobald die halbe Life hatte, dann einfach festgehalten für immer. Und dann haben wir so geklatscht. So. Unser Bild ist immer noch genauso gleich. Wir haben immer noch das Herz hier hinten drin. Ich denke mal, das wird sich auch nicht mehr ändern. Items haben wir noch genügend zum Freischalten. Können wir mal gucken, ob auf der zweiten Seite müsste jetzt der Nagel zu finden sein. Toothpicks. Ja, der wird hier irgendwo sein. Ist jetzt zwar nicht wo, aber der wird hier irgendwo rumgurken. Das war's mal wieder für heute mit Binding of Isaac. Wir haben es mal wieder geschafft, die Mutter zu klatschen. Vielleicht versuchen wir uns nächstes Mal hier an einer der Challenges. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Und ja, gut. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es wieder wie immer gefallen. Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.